Bitches! Ponypony-Lutz vom BHB heute hier bei Undertale in einer ziemlich späten Aufnahme ist es so, deshalb entschuldige mich, wenn ich ein bisschen gähne. Das kam schon ziemlich schnell. Oder wenn ich ein bisschen leise dahin spreche, es ist ziemlich spät bei mir. Im letzten Part sind wir einmal den Weg hier hochgegangen. Und ich glaube, über diesen Weg glaube ich, genau, kommen wir wieder zum Schneckenhort. Da wollen wir jetzt nicht unbedingt hingehen. Wir gehen lieber nach oben. Okay, da waren wir auch schon. Das ist ein Fischhaus, was nett ist. Oh ja. Nee, stattdessen werden wir wohl oder übel den Pfad in Richtung Hotland gehen müssen, auch wenn ich nicht weiß, ob das der richtige Weg ist. Ganz geschaut. Doch, es ist so oder so der richtige Weg. Die einzige andere Möglichkeit wäre... Nee, zeige ich euch jetzt noch nicht. Obwohl das ziemlich cool ist, ich kann es euch jetzt noch nicht zeigen, weil es relativ sinnlos wäre, das jetzt zu tun. Ihr habt sicherlich keine Ahnung, von was ich hier spreche. Was zur Hölle ist eigentlich... Was ist es? Woher habe ich denn ein Dog Residu? Was soll das überhaupt sein? Informationen, bitte, Spiel. Dog Residue. Information. Dog Residue. Ein Hunde-Item. Ein dreckiger Teller, der von einem Hund nicht gewaschen wurde. Was? Ich habe keine Ahnung, ob ich das brauche, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich habe den Kerl gefunden, dem ich das hier verkaufen kann. Wow, hey! Ich habe ein bisschen cooles Zeug zum Verkaufen. Okay, vielleicht sollten wir diesen feinen Herrn hier erstmal ein bisschen reden. Ja, was willst du denn gerne wissen? Wir möchten mehr über dich erstmal wissen, ja. Ich bin da schon seit einer langen Zeit. Vielleicht bin ich hier schon viel zu lange. Ich studiere die Geschichte. Die Geschichte zu studieren ist ziemlich einfach, wenn man nichts anderes tut, außer für sich selbst zu leben. Okay, also dieser feine Herr hier studiert die Geschichte. Hinter allem, was hier quasi so steckt. Oh Gott, das wird dann sehr merkwürdig hier. Part, das sehe ich schon. Dieses Symbol auf der Wand, bitte. Du weißt nicht, was es ist? Was? Was bringen sie euch eigentlich heutzutage in der Schule noch bei? Das ist die Delta-Rune. Das Wappen unseres Königreiches. Des Königreiches. Der Monster. Großartiger Name, nicht wahr? Es ist immer so, wie ich es sage. Okay. Der alte King Fluffy Bunny ist nicht in der Lage, sich gute Namen einfallen zu lassen. Okay, wir können da tatsächlich was Neues fragen. Mal über den König. King Fluffy Bunny? Er ist ein freundlicher, ziemlich glücklich lebender Typ von einem Mann. Wenn du doch eine Zeit länger hier herunten herumläufst, dann wirst du ihm vielleicht eines Tages über den Weg laufen. Er mag es, spazieren zu gehen und mit den Leuten zu reden. Warum ich Dreamer Fluffy Bunny nenne? Oh, das ist eine großartige Geschichte. Ich erinnere mich nicht mehr daran. Aber falls du vielleicht irgendwann später wieder zurückkehrst, werde ich mich vielleicht wieder daran erinnern. Okay. Über anderen, ja. Erzähl uns mal was über diesen riesigen, fetten Ritterstypen. Oder Rittersbraut, die versucht uns hier wie verrückt umzubringen. Andein? Naja, sie ist einer dieser lokalen Helden in der Gegend. Durch Fleiß und reine Entschlossenheit hat sie es geschafft, sich bis an die Spitze der Royalen Garde zu kämpfen.
Um ehrlich zu sein, kam sie vor ein paar Minuten erst hier rein und hat nach jemandem gefragt, der aussieht wie du. Ich würde ein bisschen aufpassen, Junge. Und kauf dir lieber ein paar Items. Das könnte dir doch die Haut retten. Okay, wir haben was Neues über das Wappen. Oh, dieses Wappen zeigt eine Form der aufgeschriebenen Geschichte von langer Zeit. Das Original, die originale Deutung ist schon vor langer Zeit verloren gegangen. Alles, was wir heutzutage wissen, ist, dass dass der Kreis in der Mitte uns Monster darstellt, während die flügelhaften Zirkel außerhalb etwas anderes bedeuten. Die meisten Leute sagen, es handelt sich hierbei um den Engel aus der Prophezeiung. Okay, erzähl uns mehr über die Prophezeiung. Oh ja, die Prophezeiung. Die Legende sagt, dass ein Engel, der einst die Oberfläche gesehen hat, von oben herabsteigen wird, um uns die Freiheit zu bringen. Okay. In letzter Zeit haben die Leute sich darüber ernsthaft Gedanken gemacht. Und haben diesen Zirkler schlussendlich als den Engel des Todes bezeichnet. Ein Harbinger. Ein Bringer der totalen Zerstörung, der darauf wartet, um uns allesamt aus der sterblichen Sphäre zu befreien. Meiner Meinung nach, also wenn ich auf diesen seltsamen Kreis schaue, denke ich mal, es sieht einfach nett aus. Okay, interessante Geschichte hier. Engel des Todes, bla bla bla, whatever. Wir haben ehrlich gesagt kaum Zeit für sowas. Möchtest du sagen kaufen? Ich versuche doch Müll zu verkaufen, nicht noch mehr davon zu kriegen. Obwohl, ich habe gehört, dass wenn man wirklich vorhat, Sachen zu verkaufen, dass Temmidorf vielleicht der beste Schritt dorthin sei. Oder es ist? Ich weiß es nicht mehr. Okay, was hat er denn für Sachen? Ein Krabbenapfel, halt 18 HP. Ein Meerestee, halt 10 EP. Und macht uns schnell im Kampf. Okay. Oh, okay, gut, das ist auch sehr interessant. Also, Cloudy Glasses, quasi eine verschwommene Brille. Wir kriegen zwar weniger Verteidigung dadurch, aber wir sind länger unbesiegbar, wenn wir einmal getroffen wurden. Und ein abgestandenes Notebook, das uns ebenfalls mehr Unbesiegbarkeit gibt. Ehrlich gesagt, wir haben ziemlich viel Zeug zurzeit in der Hand. Sei vorsichtig da draußen, Kindchen. Okay, also ein interessanter alter Kauz, mit dem wir uns vielleicht irgendwann später nochmal befassen werden. Jetzt weiß ich gerade nicht, wo wir hin müssen. Ich glaube, es wäre nicht verkehrt, wenn wir nach unten gehen. Möchte ich die Kiste benutzen? Ja, das möchte ich sehr gerne. Wir werden für diesen Zweck ein paar Sachen hergeben und dann unter anderem das hier, alles andere glaube ich brauchen wir im Moment nicht, ausstatten. Okay, vielleicht habe ich mich auch vertan. Okay, nicht schlimm, dann folgen wir halt diesem Pfad weiter. Ich möchte das Temmidorf erreichen, um meinen ganzen Müll zu verkaufen. Verletzt, geschlagen und um unser Leben fürchtend, haben wir uns dem Menschen gegenüber mein Gott, mein Englisch ist manchmal sowas von behindert. Haben wir uns dem Menschen gegenüber gestellt. Und
aufgegeben. 7 ihrer mächtigsten Magier haben uns in den Untergrund durch Magie versiegelt. Alles kann durch das Siegel hineingelangen, aber nur etwas sehr Mächtiges mit einer starken Seele kann wieder daraus entkommen. Wow. Okay, jede Menge Echoblumen. Es gibt nur einen Weg, diesen Zauber umzukehren. Mit einer mächtigen Kraft, gleichgestellt mit 7 menschlichen Seelen, kann man die Barriere attackieren. Sie wird dadurch zerstört. Aber dieser verfluchte Ort hat weder Eingänge noch Ausgänge. Es gibt keine Möglichkeit, dass ein Mensch hier reinkommt. Wir werden für immer und ewig hier unten gefangen bleiben. Okay, also die Story hat es uns schön erklärt hier. Die Monsters haben sich quasi dann gestellt, haben den Krieg verloren, wurden von den Menschen durch 7 mächtige Magier in den Untergrund gesperrt. Und ja, um die Barriere zu zerstören, benötigt man eine mächtige Kraft, die gleiche Macht von 7 menschlichen Seelen hat. Also, um es mathematisch auch umzurechnen, wir wissen, eine menschliche Seele ist gleichwert einer von 1000 Monstern. Das heißt, 7000 Monster würden wir zum Beispiel brauchen, um die Barriere zu brechen, oder halt 7 menschliche Seelen. Und das durch die Tatsache, dass ja üblich gesehen... Ups. Es ist ein Temmy. Ein Spezialgegner Temmy taucht auf, um uns hier und jetzt zu zerstören. Jetzt habe ich vergessen, was ich euch ursprünglich sagen wollte. Ja, Menschen kommen hier für üblich nicht mehr rein. Wir sind komischerweise trotzdem hier. Und dieser Temmy wirkt unglaublich... unglaublich angespannt hier. Wir können ihn oder sie noch nicht verschonen. Wir können sie uns anschauen. Wir können sie füttern, wir können mit ihr reden. Wir können ihr... Oh, nee, Moment mal. Wir können Temmy Haferflocken füttern. Wir können mit ihr Muskeltraining machen. Schauen wir uns mal Temmy an. Temmy! What the fuck? Ich kann euch das... Oh mein Gott. Temmy, 10 von 10 ungefähr. Heilige Scheiße, seht ihr, was mit den Gesichtern passiert gerade? What the fuck? 10 von 10 geradet. Liebt es, kleine, süße Menschen zu streicheln. Allerdings ist sie allergisch dagegen. Oh, jeez. Streichelt dich. What? Nein. Nein, nein, nein. Geh weg da. Oh Gott. Help. 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 Au. Ah. Temmy versucht dich zu berühren. Schon wieder das komisch zu wackeln. Ihr könnt mit dir reden. Du sagst Hallo zu Temmy. Hoi, ich bin Temmy. Holy shit. Help. Okay. Es riecht nach Temmy Flakes. Wir könnten sie jetzt verschonen. Ich glaube, ich verschone sie. Vielleicht will ich wissen, was ich noch mit ihr tun kann. Wir füttern ihr Temmy Flakes. Wir füttern ihr Haferflocken, aber Temmy will nur die Temmy Flakes. Nein, so hungrig. Sie stirbt. Oh Gott. Au, au, hör auf, au, hör auf. What the fuck? Temmy hat ihre anderen Angriffe gerade vergessen. Okay, wir versuchen unsere Muskeln ein bisschen spielen zu lassen. Oh, du spannst die Muskeln in Temmy. Nein, Muskeln, nicht süß. Oh, ich muss leider Gottes sagen, das ist wirklich sehr süß. Nein!
Okay, also nur die zwei von uns, oder? What? Oh mein Gott, das habe ich nicht gewusst, dass das passieren kann. Oh, holy shit, wird der schnell. Okay, wir müssen uns sofort beeilen hier und diesen Kerl hier vernichten. Ja, genau. Er ist schon besiegt, das passt. Sehr schön, wir haben 60 Gold dafür gekriegt. What the fuck war das? Was zur Hölle war das hier? Oh Gott, okay. Wir benutzen das Einmal-Lutscherchen hier, das wir noch haben. Holen uns damit ein paar Leben zurück. So. Also, ich habe keine Ahnung mehr hundertprozentig, wo ich Tammy Village finde. Aber es ist zumindest in diesem Gebiet. Wer mich nicht... Entschuldigung, alles hier hört. Vor allem, ich habe immer geglaubt, dass es da drüben irgendwo sein müsste. Irgendwas stimmt hier nicht. Warum bewegt sich der zweite Molz mal nicht? Oh Gott. Oh nein. Okay. Okay, es ist soweit. Das erste Mal. Genau, danke. Das ging ziemlich schnell gerade, okay. Das zweite Molz mal sitzt ziemlich unbewegbar vor dir. Wir könnten versuchen, damit zu flirten. Du schwingst die Hüfte in Richtung in den Molzball auf einmal. Okay, okay, alles klar. Keine Ahnung, was das hier soll. Ist auch in Ordnung. Ich kann auch so damit leben. Keine Ahnung, wie ich das gerade alles ausgewichen bin. Ich bin ein Gott. Molbück braucht ein bisschen Aufmerksamkeit. Soll er kriegen? Ich möchte ihn gerne umarmen. Du umarmst Molbück. Ekelhafter Schleim berührt dich. Deine Fähigkeit. Ah, verdammt nochmal. Help. Geh weg. Oh mein Gott. Deine Geschwindigkeit wurde begrenzt. War trotzdem super. Vielleicht möchten wir uns neben ihn niederlegen. Oh, okay. Du legst dich hin. Molbück legt sich neben dich hin. Molbück versteht das Leben nur ein bisschen besser. Hurra! Er wird es immer noch umbringen. Okay. Schön für ihn. Echt super schön für ihn. Hopp. Okay, wir haben noch einen Möglichkeit. Wir können ihn nur noch entumarmen. Oh, okay, gut. Du umarmst Molbück nicht. Er akzeptiert deinen Respekt vor ihm. Aber ich dachte, er wollte Aufmerksamkeit. Okay, er scheint auf einmal doch ziemlich cool mit uns zu sein. Genau, wir können ihn ab hier quasi... What the? Okay. Wir konnten ihn ab hier quasi verschonen. Ah ja, gut. Ich glaube, ich sehe schon. Wir müssen jetzt nach oben gehen. Trotzdem. Hier muss es doch... Ich habe immer gedacht, das Dorf ist hier drüben irgendwo. Dass es hier einen versteckten Pfad gibt. Ich weiß nicht mehr, wo Tammy Village ist, um ehrlich zu sein. Das macht mir ein bisschen Angst. Dass ich das nicht mehr weiß. Okay, es könnte natürlich auch hier irgendwo sein. Hallo. Ohne eine Kerze oder Magie ist der Weg nach Hause ungewiss. Die Monster benutzen Kristalle, um sich durch den Pfad zu finden. Ja, wie man hier sehen kann, alles ist gerade ziemlich dunkel geworden. Wir können natürlich hier mittels der Macht der Kristalle uns jetzt weiter fortbewegen. Wir sehen einigermaßen den Weg. Wir müssen uns hier nicht durchkämpfen wie so ein kleines Schlapperlinchen. Oh mein Gott. Okay, Woshua und Aaron, tauch mal wieder auf. Woshua, wir wissen, was du willst. Ich glaube, es war, dass du uns sauber machst. Okay, es kommt auf uns. Grün heißt sauber. Das ist okay. Blau ist nicht schlimm. Grün mag ich lieber. Danke. So, der erste ist fertig. Komm, das Wasser ist gerade super. Welches Wasser? Und was redet der? Warum muss ich mich mit dem Kerl schon wieder abgeben? Ich meine, okay, er ist ein Pferd. Damit kann ich persönlich leben. Aber ansonsten, nö. Also gut, machen wir einen Muskelcontest. Auf geht's. Je. Yeah. Yeah. Ah, Muskelcontest. Alles klar, fangen wir mal richtig schön an hier. Es tut mir leid, dass ich mich anhöre wie so ein Sexsklave oder so. Ich bin einfach viel zu müde für dieses Spiel gerade. Wir spannen die Muskeln härter an. Harold macht es nochmal härter. Ich werde nicht aufgeben, Kleiner.
Ist in Ordnung. Wir können den ganzen Tag so weitermachen. Oh Gott. Okay, der letzte Flex. Der Flex ihn jetzt durch die Wand. Das ist schön. Auf Wiedersehen. Schön, dich mal wieder gesehen zu haben. Hier 55 Gold haben wir bekommen. So, lass mich ganz kurz sehen. Ich dachte immer, das wäre der entsprechend richtige Weg. So, jetzt habe ich aber ein kleines Problem hier. Oh Gott. Okay, sehe schon, das war eine Sackgasse. Hm. Mhm. Kein Problem. Ich finde schon den Weg. Irgendwie finde ich den Weg. Alles Sackgassen, super. Mein erstes Ziel wäre jetzt eigentlich gewesen, eine Tempel Village zu finden, aber das ist halt auch der Hauptweg. Und das könnte ein Problem darstellen, wenn ich den Hauptweg finde und nicht Tempel Village. Halt da drüben. Okay. Oh nein, ich schon wieder. Oh Gott, Moldbück taucht sofort auf und Woschua ist direkt hinter ihm. Das ist super. Woschua, mach uns sauber. Du fragst Woschua, ob er dich sauber machen kann. Ja, das tut er gerne. Oh Gott. Okay, okay, das ist schlecht, wenn ich mich wenig bewegen darf. Und ich muss mich aber bewegen hier. Der erste muss gehen. Danke. Danke, dass du uns sauber gemacht hast. Sehr schön. Aber, genau, schieß deine blöden Seifenblasen auf uns. Das passt schon. Wir entscheiden uns, dich nicht zu berühren. Ja, er ist ziemlich glücklich darüber, dass wir nicht berühren. Ja, finde ich auch. Finde ich auch in Ordnung. Ich will auch nicht, dass jeder Fremde anfängt, hier mich zu berühren. Das fände ich, das würde ich als unkomfortabel empfinden. Dankeschön, das gibt wieder 45 Gold aufs Konto. Okay, anscheinend finde ich Tempel Village nicht. Und das hier unten, glaube ich, ist der Hauptweg, wenn mich nicht alles täuscht. Oder ich habe auch so den Tempel Village gefunden. Ich möchte zugeben, ich weiß nicht, was das hier für ein Weg ist. Oh Gott, warum wird es hier so dunkel? Oh Gott, ja, ich weiß, was das ist. Hinter dir. Oh mein Gott. Sieben menschliche Seelen. Mit der Macht von sieben menschlichen Seelen kann unser König, König Asgore Dreamer, ein Gott werden. Mit dieser Macht kann Asgore endlich die Barriere zerstören. Er wird endlich die Oberfläche von den Menschen zurückerobern. Und ihnen das Leiden und den Schmerz bringen, den wir so lange durchleben mussten. Verstehst du das, Menschlein? Dies ist deine einzige Chance auf Wiedergutmachung. Gib deine Seele auf, oder ich reiße sie dir aus dem Körper. Wir haben ein Scheißproblem. Oh. Oh nein. Help. Andein! Ich helfe dir zu kämpfen. Hey! Du hast es geschafft. Andein ist genau vor dir, Kumpel. Du hast dir gerade eben die vordersten Plätze in ihrem besten Kampf bislang gesichert. Cool. Cool. Oh. Moment mal. Gegen wen kämpft sie denn? Hey! Du wirst doch nicht meinen Eltern davon erzählen, oder? Du wirst doch nicht meinen Eltern davon erzählen, oder? Okay, wir sind den Tod ein weiteres Mal entgangen, aber diese Undyne will verfickt nochmal ernst machen, wie ihr sehen könnt. Oh, wir haben ein riesengroßes Problem. Ein richtig großes Drecksproblem hier. Aber es hilft nichts, wir müssen weitergehen. Ich habe keine Ahnung, wo wir ehrlich gesagt weitergehen müssen. Ich persönlich hätte es besser empfunden, wenn wir Tempel Village erreicht hätten. Aber okay, kein Problem. Okay, das ist der Hauptweg. Wir haben noch weitere Echoblumen vor uns. Du hörst eine
eine vorbeiziehende Konversation. Das ist dieselbe Konversation wie vorhin. Wenn ich dir meinen größten Wunsch sage, versprichst du mir wirklich, dass du nicht drüber lachst? Natürlich werde ich nicht drüber lachen. Okay. Eines Tages möchte ich gerne diesen Berg erklimmen, unter dem wir alle begraben sind. Ich will unter dem Himmel stehen und auf die Welt schauen, die sich dort draußen befindet. Das ist mein größter Wunsch. Du hörst Gelächter. Hey, du hast gesagt, du würdest nicht drüber lachen. Hey, tut mir leid, es ist einfach nur so witzig. Das ist genau mein Wunsch auch. Jedoch, es gibt eine Prophezeiung. Der Engel. Der eine, der die Oberfläche gesehen hat. Er wird zurückkehren. Und der Untergrund wird für immer gelehrt werden. Ich weiß nicht, wie ich euch das alles erklären soll. Also wenn ihr der Geschichte und ich meine, mal abgesehen davon, dass diese Konversation zwischen den beiden Typen da unglaublich emotional gewesen ist, weil sie unbedingt die Oberfläche quasi sehen wollen. Das ist ihr allergrößter Wunsch. Aber die Geschichte zwischen den Menschen und den Monstern, den Krieg und alles endet in der Prophezeiung, wie sie uns die alte Schildkröte gesagt hat. Ein Engel wird erscheinen. Ein Engel, der einst die Oberfläche gesehen hat. Und er wird in der Prophezeiung von den weisesten Leuten quasi als der Todesengel bezeichnet, der Engel des Todes. Das heißt quasi, obwohl die Ankunft dieses Engels ja gut sein sollte, weil er ja alle Monster befreien wird, wird er hier entsprechend so beschrieben, dass er... Es ist eine schwierige Übersetzung, muss ich zugeben. Also, seine Ankunft wird dafür sorgen, dass der Untergrund für immer leer sein wird. Und naja gut, das könnte man jetzt als gut empfinden. Er wird quasi die Monster nehmen und zurück zur Oberfläche bringen. Das kann man allerdings auch als schlecht empfinden. Also, warum ist er denn sonst der Engel des Todes? Wird er die Monster töten? Oder wird er die Monster nehmen, mit ihnen zur Oberfläche gehen und dort dann die Menschen töten? Alles vage Vermutungen hier, die von den Monstern aufgestellt wurden. Aber wenn euch etwas an all diesen Geschichten und all diesen Sachen hier aufgefallen wäre, dann, dass die Monster nicht unbedingt das sind, was wir glauben, dass sie wirklich sind. Die sind keine blutrünstigen Kreaturen, wie es uns ein gewisser Blumi gerne weismachen möchte. Es sind mehr oder weniger, ich will schon fast sagen, armselige oder extrem gutmütige Kreaturen, die eigentlich die Menschen niemals in Bedrängnis bringen wollten. Es waren mehr oder weniger die Menschen, die sich als Monster enthauptet haben. Und so wie es scheint, geht es den Monstern hier unten gar nicht gut. Denn die Monster wollen unbedingt raus aus dem Untergrund. Sie möchten unbedingt die Oberfläche wieder sehen und sie tun alles, um dieses Ziel zu erreichen. Ach du Scheiße. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich dafür jetzt bereit bin. Ich weiß auch nicht mal, ich weiß weder, ob ich itemmäßig dafür bereit bin, noch ob ich seelisch dafür bereit bin. Ich habe einen verfickten Hundeteller, das ist ja super. Ganz kurz, eins, ich habe insgesamt 3 Heil-Items. Oh Gott, okay. Hilft nichts, bringen wir es hinter uns. Yo! Hm.
Jo, ich weiß, dass ich eigentlich gar nicht hier sein sollte. Aber... Ich will dich was ganz Wichtiges fragen. Mann, ich habe noch nie zuvor jemanden sowas fragen müssen. Jo, bist du menschlich? Du bist ein Mensch, oder? Mann, ich hab's gewusst. Naja, ich weiß es jetzt. Ich meine, Andein hat's mir erzählt und hat gesagt, dass ich von den Menschen fernbleiben soll. Also, irgendwie, naja, ich glaube, das macht uns zu Feinden oder so. Aber ich muss zugeben, ich bin nicht wirklich besonders gut darin, Feinde zu haben. Yo, hey, sag irgendwas Gemeines, damit ich dich hassen kann, okay? Bitte? Nein. Yo, was? Also, muss ich es deshalb tun? Okay, hier geht gar nichts. Alles klar. Yo, ich hasse dich übelst. Mann, ich bin so ein Vollidiot. Ich glaube, ich gehe jetzt besser nach Hause. Oh Gott! Yo, warte, Hilfe! Ich bin abgestürzt! Hilfe! Komm schon, hoch mit dir, Kleiner. Egal, ob die so an deines auftaucht, um mich umzubringen, aber ich sehe nicht ein, dass ich dich hier verrecken lasse. Yo, hey! Kumpel, hey! Wenn du es wagst, meinen Freund hier weh zu tun, dann musst du erst an mir vorbei. Kapiert? Oh, shit! Andein macht einen Rückzieher. Oh, fuck! Cool, Mann. Hey, sie ist weg. Yo, hey, du hast mir echt den Hintern gerettet. Ja, Feinde zu sein ist wohl einfach nur ein Gedanke gewesen, was? Tja, da müssen wir stattdessen wohl Freunde bleiben. Mann, ich sollte jetzt wirklich nach Hause gehen. Ich glaube, meine Eltern machen sich schon übelste Sorgen um mich. Bis später, Kumpel. Ich weiß, es gibt nicht immer so Situationen, wo ich sprachlos bin. Ich habe immer irgendeinen blöden Scheißspruch auf Lager für sowas. Aber dieses Spiel schafft es sehr oft, mich sprachlos zu machen. Und auch wenn ich diesen Teil hier immer wieder kenne und ich ihn immer wieder sehe, ich finde ihn endlos geil. Alleine die Idee dahinter, sowas, so ein Szenario zu entwickeln. Es ist, was dieses Spiel genial macht. Okay, wir scheinen aber noch nicht ganz fertig zu sein. Wir müssen unseren Weg fortsetzen. Oh Gott. Oh Gott, ich habe nicht mal gespeichert. Ich würde jetzt am liebsten eigentlich den Part beenden, aber wisst ihr was? Scheiß drauf, wir bringen das hinter uns. Irgendwie werde ich das schon überstehen. Und wenn nicht, dann ist es halt mein erster Tod. Ist auch gut, wenn man in diesem Spiel einmal stirbt. Dann findet man noch viel mehr kranke Scheiße über Undertale raus. Bringen wir es hinter uns. Wir werden erwartet. Sieben menschliche Seelen und König Asgore wird ein Gott. 6. Das ist die Anzahl an Seelen, die wir bisher gesammelt haben. Verstehst du das? Durch deine siebte und letzte Seele wird diese Welt verändert werden. Zuerst sieh doch, da es der Brauch unter uns ist. Für diejenigen, die es so weit geschafft haben wie du,
möchte ich dir die tragische Geschichte unseres Volkes erzählen. Es hat alles damals angefangen. Vor langer Zeit. Nein. Weißt du was? Vergiss es! Warum sollte ich dir etwas erzählen, wenn du sowieso gleich stirbst? Du stehst im Wege von all unseren Träumen und Hoffnungen. Alfes Geschichtsbücher haben mich glauben lassen, dass Menschen eigentlich cool sind. Mit den riesigen Robotern und ihren unglaublich handsamen Schwertkämpfern. Schwertkriegerinnen. Entschuldigung, Schwertkriegerin. Aber du bist einfach nur ein Feigling. Du versteckst dich hinter diesem kleinen Kind, damit du davonlaufen konntest. Und lass uns nicht vergessen, was du für ein jämmerlicher Versager und möchtegern Schabernacktreiber bist. Ich mache so einen Unterschied dabei, fremde Kreaturen zu umarmen, statt sie zu bekämpfen. Weißt du, was viel mehr wert wäre für alle Leute, statt sie nur blöd zu umarmen? Wenn du endlich tot wärst! Das stimmt, Männchen. Menschlein, deine fortwährende Existenz ist ein Verbrechen. Dein Leben ist alles, was zwischen uns und unserer Freiheit steht. Genau jetzt kann ich die Herzen aller als ein Herz gemeinsam pochen hören. Jeder hat sein ganzes Leben lang auf diesen Moment gewartet. Und wir sind nicht nervös, keineswegs. Wenn jeder seine Gedanken, seine Herzen vereint, können wir nicht verlieren. Jetzt, Menschlein, werden wir dies beenden. Genau hier, genau jetzt. Ich werde dir zeigen, wie entschlossen Monster wirklich sein können. Steppe vor oder tritt hervor, wenn du bereit bist. Yo, wir wollen auf jeden Fall einmal kurz hier speichern. Vielen herzlichen Dank. Das werde ich höchstwahrscheinlich brauchen. Ein verficktes Monster will uns hier und jetzt vergewaltigen. Ist das geil? Yes, let's go! Das ist es also. Kein Davonlaufen mehr. Hier komme ich! On guard! Undyne greift uns an! Und dieses Szenario ist sowas von dermaßen geil! Undyne, die Anführerin der Royalen Garde! Wir sind sowas von tot, Leute! Wir sind sowas von tot! Ich muss ganz kurz versuchen, mich zu konzentrieren, Leute! Das wird heftig! Oh mein Gott! Okay, schauen wir uns kurz an, was sie kann! Undyne, Angriff 50, Verteidigung 20, die Heldin, die niemals aufgeben wird! Solange du grün bist, kannst du nicht entkommen. Außer, wenn du gelernt hast, der Gefahr ins Gesicht zu starren. Du wirst keine Chance gegen mich haben. Okay. Undyne dreht ihren Speer unglaublich ungeduldlos. Sie will uns hier und jetzt aufstechen. Die geile Matzli. Holy shit. Okay, ihr fandet das gerade im Einfach, nicht wahr? Erinnert euch mal zurück, wie es mit unserem allerbesten Buddy Papyrus gewesen ist. Glaubt ihr, die macht Witze? Nee, das war nur ein kurzes Schauspiel auf diesen Horror, der uns jetzt noch erwarten wird. Okay, versuchen wir sie herauszufordern. Du erzählst Undyne, dass ihre Angriffe zu einfach sind. Was soll ich machen hier? Ihre Projektile werden schneller. Nicht schlecht, hä? Wie sieht's hier mit aus? So, wie ihr sehen könnt, wir müssen uns quasi vor allen Angreifen hier verteidigen. Das ist der beste Satz in dem ganzen Spiel. Undyne Suplex einen gigantischen Felsen, einfach nur weil sie es kann. Holy shit! Du erzählst Undyne, dass ihre Angriffe immer noch zu einfach sind. Ihre Projektile werden noch schneller. Seit Jahren träumen wir von einem glücklichen Ende. Okay.
Und dann hält ihre Fäuste vor sich im Gesicht und schüttelt den Kopf gewaltsam. Okay, wir müssen sie verschonen. Und jetzt wird das Sonnenlicht schon bald in Reichweite sein. Okay, passt. Andein bewegt sich ungeduldsam. Ich werde nicht zulassen, dass du uns ein weiteres Mal entkommen wirst. Keine Ahnung, wie ich das alles überlebe gerade. Entweder bin ich auf Speed oder Crack oder Heroin. Oder ich bin auf alle drei Sachen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gerade geschafft habe. Oh! Dafür, dass ich heute ziemlich spät aufnehme und eigentlich müde bin, bin ich gerade sowas so aufgepumpt hier. Holy shit! Wir wollen sie ein weiteres Mal verschonen. Ah, genug aufwärmen. Oh mein Gott. Okay. Oh Gott, sie hat uns zurückverwandelt. Okay, wir könnten jetzt noch weiter mit dir spielen. Falls sie es gesehen hat, wir könnten sie jetzt, statt zu verschonen, könnten wir jetzt fliehen. Wir spielen noch ein bisschen mit dir, weil jetzt wird es eigentlich erst richtig geil. Wir heilen uns mal. Nee, wir heilen uns nicht. Nee, ist noch viel zu früh dafür. Wir wollen weiterkämpfen mit dir. Wir rufen auf Vergebung. Du erzählst Andein, dass du nicht kämpfen möchtest. Nichts geschieht. Gnade? Ich kann nicht glauben, dass du es wagen willst, mich zu verschonen. Oh Gott. Okay. Okay, machen wir noch ein bisschen weiter. Wir wollen immer noch nicht kämpfen. Du erzählst Andein, dass du mit ihr befreundet sein willst. Sie erinnert sich hierbei an jemanden. Ihr Angriff wird ein bisschen weniger extrem. Aber selbst wenn ich dich verschonen würde. Oh shit. Und wir sind wieder grün. Das heißt, wir können wieder mal nicht fliehen. Wir versuchen weiterhin mit ihr zu verhandeln. Hört sich irgendwie besser an. Der Angriff wird ein bisschen weniger extrem. Kein Mensch hat es bisher jemals an Asko vorbeigeschaffen. Okay. Was? Andein. Okay. Andein fasst mit ihrem Finger um das Genick. Nee. Andein fährt mit ihren Fingern übers Genick, so als würde sie uns das Todeszeichen offerieren wollen. Okay. Wir wollen immer noch Freunde sein mit dir. Sie erinnert sich schon wieder an jemanden. Ernsthaft, dich zu töten, hier und jetzt, das wäre ein Akt der Gnade. Oh Gott. Passt schon. Andein lacht mit einem unglaublichen Unterton. Sie will uns definitiv umbringen. Und immer noch befreundet sein. Ich glaube allerdings, dass es nichts mehr wirklich tun würde. Huh. Hopp! Vielleicht sollten wir uns allmählich heilen. Ja, ich glaube, wir heilen uns. Ist jetzt besser. Wir sind eine Hälfte des Pipe-Hittels. Ja, passt. Hör dich auf, dich zu wehren! Hopp! Ho! Ho! Oh mein Gott, wollen wir weitermachen? Ich glaube, wir wollen weitermachen auf diesem Punkt. Jetzt sind wir schon drin, wir wollen weitermachen. Zumindest noch für eine kurze Zeit. Aber jetzt dreht sie das richtig durch. Okay, wir wollen immer noch befreundet sein mit dir. Was zur Hölle machen Menschen eigentlich die ganze Zeit? Oder aus was sind Menschen eigentlich gebaut? Es riecht nach Sushi gerade. Das ist auch schön. Du erzählst anderen, dass du immer noch befreundet sein willst mit dir. Ah, okay. Jeder andere würde spätestens jetzt schon tot sein. Okay, das ist eigentlich einer der einfachsten Angriffe, außer wir werden wieder grün. Okay, letzte Runde in grün. Danach müssen wir endlich anfangen, vorher davon zu laufen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir diesen Kampf einigermaßen überleben werden. Elvis hat mir erzählt, dass Menschen entschlossen sind. Ganz wichtig, der Gelbe. Ja, ja. Jetzt sehe ich, was sie dadurch gemeint hat. Hopp. Hopp.
wollen immer noch, dass sie mit uns befreundet ist. Sie hört ja eigentlich gar nicht mehr auf uns. Aber ich bin ebenfalls entschlossen. Oh! Okay. Holy shit. Anline baut sich beeindruckend und unfurchterregend auf. Auch schön für sie. Du erzählst anderen, dass du nicht kämpfen willst, aber nichts geschieht mehr. Ich bin entschlossen dazu, dies zu beenden. Jetzt wird's allmählich richtig, richtig gefährlich. Undyne zeigt im heroischen, im heldenhaften Stile dem Himmel hinauf. Wir wollen nicht kämpfen, aber jetzt passiert gar nicht mehr. Genau jetzt! Okay. Sie schaut immer noch in den Himmel, aber sie kriegt uns nicht tot. Zumindest noch nicht. Genau jetzt! Oh mein Gott! Babe! Holy shit! Sie wirft erneut einen riesengroßen Felsbrocken, einfach nur weil sie es kann. Ich brauche wieder ein Heiler-Item. Okay. Es riecht nach Sushi. Wir werden nicht mehr rot, merke ich gerade. Wir wollen befreundet sein, muss ich mal nicht mal auf uns hören. Stirb doch endlich, du kleiner Rotzlöffel! Okay, es ist soweit. Wir müssen hier und jetzt sofort abhauen. Oh Gott, ich müsste mich eigentlich heilen, um ehrlich zu sein. Ich weiß auch nicht, ob ich mich heilen kann, wenn ich vorher davonlaufe. Wir hauen ab. Ich kann das Menü nicht aufrufen, das ist toll. Hilfe! Hör auf, davon zu laufen! Vergiss es. Lauf weiter weg. Komm sofort zurück, du kleiner Punk! Nein, wir wollen nicht mehr kämpfen. Help! Wir werden angerufen von jemandem. Hey, Kumpel! Was geht ab? Ich hab gerade über so nachgedacht. Du, ich und Undyne. Hey, wir sollten mal gemeinsam abhängen. Ich glaube, ihr beide würdet unglaublich tolle Freunde machen. Lass uns doch eines Tages uns bei ihrem Haus treffen. Er hat aufgelegt. Super, ich hab gerade Probleme mit der Person, mit der du mich befreunden willst. Komm zurück, du kleiner Punk! Nein, ich glaube nicht, dass wir Freunde werden. Ich glaube, wir werden uns gegenseitig irgendwann umbringen. Hilfe! Sens! Sens, Hilfe! Yep, Sens ist keine große Hilfe, wie man sehen kann. Hilfe! Hallo? Ah ja, genau. Oh, oh. Ja, es ist ein bisschen heiß, nicht wahr? Freitag. So. Heiß. Aber ich kann nicht aufgeben. Oh. Sie sieht ein bisschen ausgetrocknet aus. Rein zufälligerweise befindet sich hier ein Wasserboiler. Es ist ein Wasserboiler. Möchtest du ein Gläschen Wasser draußen nehmen? Ja, natürlich. Du hast ein Gläschen Wasser draußen entnommen. Wir gehen mit dem Gläschen Wasser zu Undyne. Wollen wir Undyne das Wasser geben? Es wäre wohl die mit Abstand beschissenste, bescheuertste Idee, die diesem Jungen jemals eingefallen wäre. Aber uns bleibt nichts anderes übrig. Genau das tun wir. So. Bitteschön, bisschen Wasser für dich. Du armer kleiner Fisch. Oh Gott. Jo. Und das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Glaube ich vielleicht. Ich bezweifle es.
Habe ich das denn nicht schon gesagt? Ja, ich habe das vorhin gesagt. Dieses Spiel hat so viele Momente, in denen ich eigentlich nur sprachlos sein kann. Weil sie auf der einen Seite so dumm sind und auf der anderen Seite so genial. Es ist einfach alles so süß und niedlich. Yep. Ich hoffe, ihr habt die Tafel vorhin gelesen. Da ist drauf gestanden, herzlich willkommen in Heißland oder Hotland. Wir nennen es lieber Hotland. Hört sich besser an. Und ab hier werde ich den Part definitiv beenden. Zuvor nehmen wir uns noch mal ein Stückchen Wasser raus entnehmen, weil mir persönlich ist auch ziemlich heiß hier. Ich weiß nicht, ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung, ob wir das Wasser brauchen werden. Ist mir auch scheißegal. Ich beende diesen Part hier und jetzt und danke euch recht herzlich, dass ihr dabei gewesen seid. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon aufhören kann. Ich brauche einen Speicherpunkt, verdammte Scheiße. Gott sei Dank habe ich einen Speicherpunkt bekommen. Das Wasser innerhalb des Bechers ist leider Gottes vaporisiert worden. Also es ist... Das Wasser innerhalb der Tasse ist verdunstet. Die Tasse selbst ist übrigens auch verdunstet. Ich bin viel zu müde für dieses Spiel gerade. Ich kann es nicht glauben. Ich hab's geschafft, Undyne im müden, kaputten und schwachen Zustand one zu hitten im Endeffekt. Ich hab's im ersten Durchlauf überlebt. Auch wenn es scheiß knapp geworden ist. Ich muss zu dem Speicherstand gehen. Ignoriert die beiden Typen da oben, die haben keine Ahnung von der Welt. Ich hör auf, euch mehr zu spoilern. Okay, gut. Also ein merkwürdiges Labor in einem merkwürdigen Ort wie diesem zu sehen, füllt dich mit Entschlossenheit. Erneut. Heilige Scheiße, ist das schon spät. Habt vielen herzlichen Dank, dass ihr bei diesem epischen, krassen Part dabei gewesen seid. Wow, wir haben die Sümpfe hinter uns gelassen. Hotland steht vor uns und damit ein weiterer Schritt in Richtung des Königsschlosses. Und damit auch in Richtung der Barriere. Wir haben viel über die Barriere mitgehört. Wir haben herausgefunden, wie man die Barriere eventuell zerstören kann. Und dass es jedoch einiges dazu brauchen wird, die Barriere irgendwie zu zerstören. Was uns auf diesem Weg noch alles erwarten wird, was wir noch zu erreichen haben, das sehen wir im nächsten Part von Undertale. Habt noch viel Spaß auf YouTube, liebe Freunde. Porno Lutz verabschiedet sich von euch damit. Folgende Worten. Bye, tschüss.